Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Occupy Mars. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich mache den ganzen Spaß hier raus, beziehungsweise ich lade und starte neu. Ich mache jetzt bewusst hier 180. Und dann gehen wir hier raus. Jetzt wissen wir, oder ich weiß, dass allein die Schleuse ein bisschen mehr benötigt. Ich war etwas erstaunt, dass... Hier, ich lang noch nicht mal dran. So. Ah, guck mal, jetzt geht's auf einmal. Ich habe nichts dran geändert. Also, wahrscheinlich war zu wenig Strom da. Ich habe keine Ahnung. Okay, aber jetzt haben wir die Werkbank. Oh Mann, ist auch ein bisschen weit weg, hä? Was sind das? Ach, guck mal, hier kann man reparieren. Geht es auch näher? Reparatur, Aktualisierung. Ist jetzt? Ach, okay, was ist... Koffer? Bauteile? Lagerbestand? Ah, hier haben wir es. Reparieren. Okay, und jetzt muss ich jetzt... Ach, guck mal, hier haben wir dann... Und woran erkenne ich was... Ah, da hinten, die Spule ist kaputt. Das heißt, das dürfte das Gerät sein hier. Spule Typ 1. Spule Typ 1. Verwenden Sie Heißluft an der richtigen Stelle. Also Minispiel. Jetzt muss ich die Frage, wo habe ich jetzt Heißluft? Was ist das hier? Also zwei Sachen sind kaputt. Zweimal Typ 1. Lötkolben, Heißluftstift. Dann nehme ich den Heißluftstift. Ah, okay, sehr schön. Ach, guck mal an. Kann man das erkennen? Okay, da ist meine Maus sehr sensibel eingestellt. Oh, okay. Hab verstanden. Einmal. Okay. Spot. Okay, das haben wir gemacht. Available faults. Aber da war doch noch hier einer, oder nicht? Der kaputt war. Den kann man rausnehmen. Schmeißen wir den weg, passend. Oder muss ich den da hinlegen? Ah ja, einmal alt gegen neu ersetzen. Also ich merke, das ist jetzt ein kleines bisschen frickelig. Kann man die Platine irgendwie drehen? Umkrempeln. Q, was ist umkrempeln? Ah, umdrehen. Ah ja, okay. Aha, da ist noch ein X, aber das sollte, glaube ich, normal sein, oder? Was ist das hier? Mhm. Lötkolben, ich weiß es nicht. Ah ja, guck mal hier, okay. Wahrscheinlich auch wieder ein Minispiel. Jawohl. Available point for technological advancement. Sehr schön. Na, guck mal, haben wir die repariert. Available faults sind immer noch zwei. Jetzt ist die Frage. Ich würde es nochmal umdrehen und jetzt kann ich mit A und D drehen. Ah ja, okay, gut. Ah, gut. Was ist noch defekt? Ah, da fehlt eine. Okay, da fehlt eine. Das heißt, ich nehme mir eine Spule und ich kann sie da, kann ich die jetzt drehen oder kann ich die jetzt auch nicht drehen? Okay, dann machen wir wieder Q. Na, guck mal, haben wir was zusammen gelernt. Ist doch eine schöne Sache. Einmal den Lötkolben nehmen. Hätte ich jetzt nicht gedacht, aber ist gut gemacht. Aber ich muss definitiv die Available Maus point for technological advancement.
die Mausempfindlichkeit einstellen, weil die ist dann doch schon ein bisschen interessant. So, also okay, jetzt haben wir sehen wir praktisch, wie es repariert ist. Das haben wir ja nicht feststellen können, das Reparieren, weil wir wollten ja reparieren und dann kam die Zwischensequenz. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob es daran liegt oder... Schauen wir mal. Lagerbestand, wir haben... Ach, guck mal, repariert, sehr schön. Jetzt sollten wir aber auch genug Strom haben, um hier keinen Sauerstoff. Kann ich hier auch was bauen, verwenden? Nee, ich kann nur hier nur reparieren, ja? Okay, ich kann hier nur reparieren. Ich kann hier keine Sicherung bauen. Aber ich kann was Neues bauen, beziehungsweise Technologiepunkte vergeben. Wir haben in puncto Elektrizität Technologiepunkte. Nämlich 2 Stück. Hier effizientes Dye. Anzugsoftware-Patch zur Unterstützung des Benutzers bei Verwendung der Werkbank. Okay. Und da oben haben wir Aufrüstung des Akkupacks. Das kann ich noch nicht machen. Transformatorerweiterung. Effiziente Module kann ich noch nicht bauen. Also ich würde mich logischerweise für 50-50 entscheiden an der Stelle. Electricity, technology access level increased. Available point for technological advancement. Electricity, technology access level increased. Erhöhte persönliche Batterie. Blaupause benötigt große austauschbare Akku. Okay, das haben wir gemacht. Haben wir sonst noch irgendwas? Denn ich würde gerne die Pumpe bauen. Weil ich habe das Gefühl, irgendwas fehlt uns noch. Ich weiß nicht warum, aber irgendwas fehlt uns noch. Den 3D-Drucker würde ich hier gerne bauen und hierfür brauche ich... habe ich doch, die Werkstattdrucker. Das heißt, den 3D-Drucker könnten wir auch bauen. Ich bräuchte nur Punkte. Das heißt, Farmen angesagt. Da haben wir keine Punkte. Okay. Wie sieht's aus mit Lagerbestand? Wir können noch 5 Souls überleben, ohne dass wir... also bis dahin müssen wir Essen langsam. Wir haben noch 5 Tage Zeit. Dann haben wir unsere Ration aufgebraucht. An sich müssten wir jetzt anfangen mit Bauen von, beziehungsweise an Pflanzenzucht. Das würde ich auch wirklich schon angehen, denn ich habe das Gefühl, die Dinger brauchen länger. Wo war das ganze Ding? Hier unter Headquarter? Ja, da haben wir einmal den Inkubator. Den stellen wir dahin. Und wir haben das kleine Aufzuchtsbeet. Haben wir hier. Wir nehmen die Lötlampe. Ich hoffe, wir haben genug Materialien. Einmal. Haben wir auch. Sehr schön. Was können wir noch bauen, wenn wir gerade dabei sind? Na komm her. Okay, jetzt haben wir die 3 Sachen gebaut. Wir haben natürlich noch... Ah, hier. Die Lampe brauche ich jetzt nicht. Die Aufrüstung des Akkupacks. Hätten wir auch alles da? Ist das irgendwo, was ich hinsetze? Sleep deprivation warning. Alert. Okay, gut. Hab ich Helm auf? Ja, Helm. Ja, Helm habe ich auf. So, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich würde jetzt auch den anderen Akku hinsetzen. Und dann würde ich vielleicht auch gerne Sicherung drucken. Ich verstehe immer noch nicht, warum das rot ist. Das will mir jetzt nicht in den Kopf. Sind es vielleicht Ausgänge? Nee, kann nicht sein. Haben wir eben schon mal drüber gesprochen, sind keine Ausgänge. So, dich, Kollege, dir baue ich wieder die Platine ein. Ja, dann bist du wieder Oxygen, Funktion. 50%. Ist okay. Oxygen ist okay. Kann ich mir wiederholen. So, und wo baue ich das jetzt hin, das Gerät? Ah, einfach nebendran. Gut, Lötlampe raus. Matz haben wir dabei.
Sehr schön. Also jetzt haben wir einen größeren Akku-Pack. Kann ich da noch einen zweiten hinsetzen? Wisst ihr das? Ob ich das nochmal vergrößern kann? Bestimmt kann ich das nochmal vergrößern, oder? Ja, geht nur nicht. Hier darf ich keinen ansetzen. Okay, in einer Stunde. Ist okay. Mhm. So, jetzt mal gucken. Was haben wir hier für einen Ausgang? Was haben wir verbraucht? Ui, wir verbrauchen ganz schön viel. Ui. Okay. Das heißt, ich muss gucken, dass ich noch einen zweiten, Wie kann man das machen? Brauche ich viel Material? Ich brauche Wasser. Low temperature warning. Ja, ich weiß. Komm, ich brauche schnell Wasser. Water refilled. So, mach das ran. Dann springen wir zurück. Ich hole mir noch Strom von draußen. Ja, ich weiß, suchen Sie einen Schutz auf. Ich bin schon dabei. Ansonsten erfriere ich. Das können wir jetzt nicht gebrauchen. So, komm her. Kann ich da aufladen? Ne, kann ich nicht. Also dann geht's rein. Ich kann bestimmt aufladen. Aber jetzt wird es mir dann doch ein bisschen zu kalt. Mach zu. So, Wasser haben wir. Sehr schön. Jetzt kann ich Helm abnehmen. Und dann haben wir das auch gemacht. Sehr schön. Ich denke, dann haben wir das soweit. Sauerstoff. Das Thema wird sein, Oxygen source, external. Wenn ich hier auffülle, haben wir wieder keine Materialien. Das ist aber okay. Ich glaube, die Pistole brauche ich. Low carbohydrates. Genau, essen muss ich. Konsumieren. Ja, ich weiß, viel haben wir jetzt nicht gegessen. Ich mache die Lampe aus. So, dann schlafen wir ein bisschen. Ich probiere mal bis 6 Uhr zu schlafen. Ja, so 6.30 Uhr. Ja, passt doch. Strom sollten wir haben. Wir sollten eigentlich im Endeffekt alles soweit haben, dass es funktioniert. Suit Power. 75%. Sehr schön. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Wir sind zurück. Sehr schön. Gut. Schauen wir kurz mal ins Mannequin rein. Hoher Herzschlag für das, dass er gerade geschlafen hat. Ja, wir haben Hunger. Wir sind immer ein bisschen hungrig. Also der Magen ist nicht voll. Aber aktuell sind wir ausgeruht. Ich möchte jetzt auch nicht jeden Tag mehr essen. Ja, denn logischerweise... Der Herr Watney, wie Herr Watney schon gesagt hat, ich ziehe meine eigenen Kartoffeln. Was ist das hier? Saatgutmagazin? So, ohne zu wissen, es sind Kartoffeln. Sehr schön. Dann ziehen wir uns die Kartoffeln. Das ist die Saatgutmaschine. Ich würde das hier schnell so umtauschen, so hinlegen. Dann haben wir das. Das ist das Saatgut. Dann gehen wir rüber und pflanzen die ersten Pflanzen. Ich muss noch schauen, wie wir dann im Endeffekt, wir müssen noch skillen, denn im Technikbaum würde ich gerne den Kollegen hier erweitern, den Trennschleifer, damit wir dann auch die Rückgewinnung von anderen Materialien haben. Ich denke, da werden Kabel, Elektrosachen zurückgewonnen. Ich denke, das macht auf jeden Fall Sinn. Was haben wir da? Blaue Pause Nachtsicht, das können wir dann nicht machen. Was haben wir hier? Das ist under construction. Stauraum des Fahrzeugs vergrößern. Okay, das ist jetzt nicht so tragisch. Was haben wir hier, was wir noch machen müssen? Wie gesagt, die Pumpe würde ich gerne nutzen. Beziehungsweise der nächste Schritt wäre definitiv, bevor die Pumpe kommt, der 3D-Drucker. Denn ich habe die Hoffnung, dass wir mit dem 3D-Drucker andere Sachen drucken können, als mit dem kleinen in dem Notfallkapsel. Hier sind wir erstmal soweit durch. Industrieller Energiewandler, da brauchen wir die Blaupause für die Energiewandlung, da weiß, soweit sind wir noch nicht. Wir können, was haben wir da? Blaupause, austauschbarer Akkumulator. Den haben wir nicht, das wäre nämlich, wo ist wahrscheinlich das hier, oder? Austauschbarer. Okay,
Also da haben wir ein paar Sachen. Botanik sind wir jetzt gerade dabei. Kühlschrank können wir machen, damit es nicht spoilt. Da sind wir jetzt aber erstmal gerade am Anfang. Fangen wir erstmal an. Saatmaschine, das gibt es also ein paar Sachen. Und das Chemielab, das sind wir bei weitem noch nicht. Gut, Helm auf. Helm haben wir auf. Dann geht's rüber zum Arbeiten. Suit pressurized. Helmet sealed. Damit wir auch auf jeden Fall. Genug Essen haben, wenn es dann in die nächsten 2 Tage geht. Also ich hoffe, dass es in 2-3 Tagen durch ist. Das Blöde wird sein, wenn wir wirklich, ich sag mal, 10 Sol brauchen, also wie im wahren Leben, dann oder länger, dann haben wir verloren. Dann ist Schluss mit lustig. Da liegt ein Stein, nehmen wir mit. Gut. Jetzt laden wir das Ganze wieder auf. Okay. Wie gesagt, wir haben hier noch kein O2. Ich weiß nicht, warum wir hier kein O2 haben. Das will sich mir noch nicht erschließen. Ach, guck mal, jetzt haben wir. Ach, guck mal. Da sind jetzt Strukturen erkannt, aber die Werkbank nicht. Das heißt, jetzt haben wir hier. Wie viel braucht denn das Saatgut? Wie viel brauchst du an Energie? Haben wir da irgendwelche Informationen? Gehen wir nochmal in das Wissen. Ressourcen, Aluminium, verdorbene Nahrung, Calcium, Gebäude. Was war das Saatgut? Wo haben wir es denn? Und das ist relativ oben. Werkstatt, Brunnen, Erweiterungen, Lageeinheit. Pumpstation, das Gewächshaus. CO2-Kapseln, ist das das Gewächshaus? Oder wie heißt das Ding hier? 3D-Drucker, einfacher Schredder, Badezimmerkapsel, Energiespeicherbett, großer Schredder, Chemielabor, Wäsche, Korridor, Weltraumkapsel, Kuppel, Nahrungsmittel, Verarbeitungsmaschine. Basis konzipiert, sie verwandelt, effiziente Verpackung, essbare Lebensmittel, bla 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 bla. Da steht nicht dabei, wie viel, ne? Öffnen. Okay, probieren wir mal mit 4 zu arbeiten. Da haben wir Kartoffeln, was ist das hier? So, lass mich schauen. Wir haben gebaut. Wir haben gebaut Pflanzeninkubator. Und dann haben wir gebaut kleines hydrophonisches Regal. Pflanzeninkubator. Also ich würde in den Inkubator. Da steht aber auch nicht dabei, wie viel Strom das Ding braucht, ne? Mhm. Also gucken wir nochmal rein, wissen, kann man suchen, kann man nicht. Ich hätte gern den Pflanzeninkubator. Pflanzeninkubator. Nahrungsmittel, Gewächshaus, das Hub, Ladungskapsel, Startturm, Wohnkapsel, Pumpstation, Ressourcentank, Sabatierreaktor, Solarmodule, Lageeinheit. Und der Werkzeuge. Jetpack, Pflanzenwerkzeug, klar. Da machst du das mit den Pflanzen. Warte mal. Dank austauschbarer Samenmagazine und ergonomischen Griff wird kein einziger Samen verschwendet. Dieses Werkzeug wird meist in Gewächshäusern oder in der Nähe von Sameninkubatoren genutzt, welche die ersten Schritte des Pflanzenwachstums auf dem Mars sind. Es steht aber immer noch nichts dabei, wie viel Strom das Ding braucht, ja? Na komm. Was ist das hier? Nachfrage? Ach so, okay, gut. Dann machen wir das einfach mal. Ich würde allein von dem, was ich jetzt im Gefühl habe, aber schreibt es mir einfach mal in die Kommentare. Einfach mal sagen, dass wir, wie viel haben wir da? 4, 1, 2, 3, 4. Eine Reihe kann ich noch. Was passiert, wenn es voll ist? Available point for technological advancement. Okay.
Gut, das wäre das hier. Dann machen wir das zu. Das ist der Inkubator. Und jetzt schauen wir uns einfach mal an, ob und wie viel Energie der Kollege braucht. Na, es ist halt noch nicht ganz. Er möchte gerne Nachfrage 0,7. Dann bekommt er die 0,7. Und hier hätte er gerne, kann ich doch 2 eintippen. Sehr schön. Dann haben wir das. Also den Tisch erkennt er nicht, warum auch immer, obwohl es auf einem Platz steht. Also, ja gut, ist jetzt erstmal egal. Hier haben wir noch gar nichts drin. Das heißt, wir haben jetzt gerade mal die Kartoffeln. Hier steht auch drin, was es drin ist. Sehr schön, Kartoffel. Wir haben 21 Grad, das finde ich sehr gut. Wir haben hier drin aber keinen Sauerstoff. Wir haben Wasser, aber keinen Sauerstoff. Warum haben wir keinen Sauerstoff? So, wir gehen hier mal rein in den Technologiebaum. Wir haben bei der Botanik, wir haben hier einen Kühlschrank. Dann erforschen wir den Kühlschrank. Botany, Technology Access Level Increased. Available Point for Technological Advancement. Okay, das ist das hier. Gut, jetzt schauen wir mal bauen. Und dann sollten wir doch irgendwo den Kühlschrank sehen. Wahrscheinlich bei Lebensmitteln. Kühlschrank. Da ist kein Kühlschrank, da ist kein Kühlschrank. Da ist kein Kühlschrank. Garage. Okay, unter Garage. Glasplatte. Ich brauche Aluminium. Aber dann können wir den trotzdem schon mal aufbauen. Den Kollegen würde ich hier rüben hinstellen. Und dann würde ich mit euch... Dann würde ich mit euch schnell... Habe ich noch Alu? Aluminium, Lagerbestand, Eisen. Oh, was ist da rot? Achso, das Saatgut ist leer. Das ist aber erstmal okay. Ich hoffe, wir bekommen noch Saatgut. Perfekt. Gut, dann würde ich sagen, rutsche ich rüber in die nächste Folge. Herzlichen Dank, dass ihr dabei wart. Wie immer, lasst mir ein Like, ein Subscribe da. Das heißt, in der nächsten Folge schauen wir uns einfach an, wie wir... Also ich werde nochmal Glas vorbereiten. Ich werde nochmal Material holen für die nächste Runde. Und dann werden wir unseren Kühlschrank fertig bauen. Ich plane auch, dass wir dann zusammen den 3D-Drucker benutzen und dann fangen wir an. Den werden wir auch zusammen aufbauen. Das heißt, ich habe alle Materialien fertig. Wir werden dann die Sachen finalisieren und dann gehen wir an die nächsten Aufgaben. Wie gesagt, herzlichen Dank, dass ihr dabei wart. Wie immer, lasst mir ein Abo da. Daumen hoch, bin ich sehr dankbar. Und in diesem Sinne, bis dann. Ciao, ciao.